Weil sonst, Herr Müller, was machen Sie denn hier? Ja, ich wurde hier gerade gepflanzt. Ich wohne jetzt auch hier. Das ist ja voll geil, Mann. Dann können wir den ganzen Tag spielen. Ey, guck, ich versuche gerade, deren Gesichtsausdrücke zu analysieren, Leute. Was versuchst du? Ja, guck mal. Was? Guck mal in sein Gesicht und sag mir, was er denkt, Marcel. Er denkt sich... Carlsson. Carlsson. Der, was denkt der andere? Vom Dach. Ich sehe schon, wir haben ein Theme des Streams. Na, du spielst halt einfach mit Carlsson. Aber so. Marcos ist cool, hör auf, wie mit irgendeinem so Affen, der die ganze Zeit auf dem Dach sitzt, zu vergleichen. Wachtreski, 200 treu, vielen Dank. Okay, Marcel, dann lass mich dich mal ausschneiden. So, was ist jetzt hier los jetzt hier? Mach mal die Cam hier an jetzt. Was ist jetzt los hier? So, sieht man selber ein bisschen noch Justin. So. Perfekt. Alter, der Blick. Wie hell das gerade bei dir ist. Ich bin ja total beeindruckt. Ja, wohl meine schöne Haarfarbe, ne? Carlsson war cool, aber guck dir mal, guck in dieses Gesicht hier. Also nicht das untere, sondern das obere. Jetzt dreht er sich um. Ja, vor ihm steht so. Alter, der ist ja voll klein. So, guck mal hier. So, bin ich schon da? Hallo Leute, seht ihr mich? Du bist schon da, ja. Ach, ist das schön, Leute, hallo. Whee! Und schön darüber cruisen erstmal. Komm hier schneller runter, Marcos. Wir haben nicht ganze Tagzeit. Marcos ist kamerascheu. Kein Wunder, wahrscheinlich wollen die nochmal alle knuddeln. Das ist bestimmt voll nervig für ihn. Ey, wie hat Zui mich denn da wieder reingeschnitten, ey? Was ist denn das? Ich muss mal kurz hier. Zeit verzögert die Kamera ein bisschen. Vor allem sehr ein Scheiß, dass man noch mal eine Lampe sieht. Ey, so wird sich wieder richtig Mühe gegeben. Ich habe die gleiche Einstellung wie immer. Ich kann nichts dafür, dass du deine Einstellung einfach änderst. Ich kann die ja gar nicht ändern. Alter. Naja, wenn du mir hier so... Also oh shit, nein! Marcos ist tot. Alter, guck mal, wie er gequält wird gerade. Oh, ja, tot. Tot, Leute. Marcos ist tot. F. Toll. So, muss ich die Lampe erstmal selber aus dem Bild nehmen. So, jetzt sieht alles wieder cool aus. Dann müssen wir wohl alleine weiterkämpfen. Ja, du hast Marcos einfach sterben lassen. Ist nicht gut, ne? Ist nicht gut, sagt er so ganz, ganz trocken. Was hast du denn hier gemacht, Alter? Wie mach ich denn jetzt hier, sich hier ein bisschen geiler aus? Ich verschieb mal selber ein bisschen rum. Da kann ich leider nicht helfen. Wie sehe ich denn heute wieder aus? So, helf mir doch mal. Ey, halt so ist falsch. Ja, so. Muss aber die Verzögerung abwarten. Alter, der schreit, werter Freund Chris, ich bin hier, Mann! Tag. Leute, ich habe mich nur verarscht, Marcos ist gar nicht tot. Habt ihr geglaubt, oder? Für einen kurzen Moment. So. Warte, jetzt soll es eigentlich cool sein. Dem Teil übelst die Breitseite gegeben. So, man muss doch meine Haare sehen können, Leute. Ist doch das Wichtigste, oder nicht? Werter Freund Chris! Die Steinstatue, die den Ausgang versperrt, sieht echt scheiße aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Dekubaum. Wenn nur der Dekubaum hier wäre. Bin ich nicht stark genug dafür? Klipper erstellt. Respekt, Marcel. Hä, was ist denn da? Oh Gott, ich weiß nicht, was das ist. Alter. Oh! Das ist Zui, wenn Whitley wieder nicht dabei gewesen wäre. In Smash. Und so. Oh! Das ist sehr akkurat. Quatsch. Das ist der Hype-Moment. Wenn Sakurai ihm denn doch Whitley entgegenwirft, in dem Fall hier Link die Bombe, dann sowieso. Okay, Link ist jetzt Link. Sakurai und die Bombe ist Whitley. Hier. Und der Typ bin ich. Das ist eine wunderschöne Metapher. Naja. Wunderschön. Ich weiß ja nicht, welchen von beiden Late-Game-Tempeln ich besser finde. Den Terra oder den C4? Ja, Marcel, kannst du vielleicht mal auch irgendwie... Hat dich jemand gefragt, oder? Alter, was? Alter, was? Ist denn Tschüss. Guck, wir haben gerade ein Standbild von dir, Marcel. Das ist eigentlich auch ganz okay. Das fällt gar nicht auf. Marcel ist ja Bauchredner.
Mhm. Bumm. Da habe ich aus Versehen die Stiefel nur anbehalten, wa? Oh, das... Weißt du, die wollte ich einfach befummeln und ich schlitz sie einfach direkt weg. Gar keine Chance, die Anteflosse. Ist er mit dem Rage Quit? I quit. So, ich hoffe, bei der Iron Man Challenge mache ich hier keinen Rage Quit, ne? Also, Victor wurde schon an den Rand seines Verstandes getrieben. Scheiße, Mann. Warum musst du auch so gut sein? Wo willst du denn anfangen? Bei Bayonetta oder bei Mario? Also, ich würde sehr gerne bei Mario anfangen. Oh, ich verstehe. Was bestimmt kacke ist, weil du musst erstmal Bayonetta loswerden. Nur du kannst ja bestimmt die ganzen Combo-Tricks, ey. Nö, keine Sorge. So, zack. Aber am Donnerstag mehr dazu, Leute. Ja, am Donnerstag mehr. Und den ja wieder weggeschnetzelt. Übrigens, Leute, nur für die, ne? Nur wieder für die 100%-Runner, ja? Hier der Zwischenboss lässt sich nur hier einmal fotografieren. Sonst nie wieder und ihr kriegt die Figur nicht. Das habe ich sogar absichtlich gemacht, aber Marcel hat nicht drauf reagiert. Hymne des C4-Gottes! Now! Sag das doch nochmal, Marcel. Freust du dich auch mal so. Now! Boom. So, ich brauch mal Chorus erstmal. Mann, das soll der wieder machen. Mann, der wäre so geil, ey. Ich freue mich einfach schon, dass er dabei ist. Mann, der ist so cool, Mann. Der war so lustig, ey. Mit seinen fetten Raketen wäre er so schnell vertrieben. Ach, ey, der ist so cool. Pfoten weg hier. Ach, dann soll noch Banjo kommen. Banjo, Alter. Da habe ich ihn einfach umgesägt. Aber da kommen wir ja nur an der gleichen Stelle wieder raus hier. Bringt mir ja gar nicht. Gucken wir doch nochmal. So. Gibt es hier gegebenenfalls doch etwas anderes? Marcel guckt nur wieder auf sein Handy, weiß gar kein Interesse an dem Stream. Ah, da ist eine Tür. Ich hab mal meinen Arsch fotografiert. Das war eklig. Ja, das freut mich, Marcel. Aber Sui, meinst du, hier, ne, weil du vorhin meintest, von wegen so richtig crazy und so, meinst du, hier, Duo-Character, Medulli und Bakoros confirmed? Auf jeden Fall. Also laut dem Highlight-Video von Steve auf jeden ist das confirmed. Scheiße, meine Cola steht zu weit weg. Ich muss mal einstellen, meine Ohren ablegen, meine Ohren! Die Sache ist, es gibt halt schon Dingens, ne? Okay, warte, ich muss auf Marcel erstmal warten, bis Marcel wieder mich hört. Wie so bitte wieder nutzt, um mich zu beleidigen. Der Marcel, da hat er gesagt, er schwingt nicht. Und ich so, Marcel, das ist Quatsch. Oh, du bist ja wieder da. Marcel, hey! Ich hab mal gesagt, also ich fänd's saugeil, ehrlich gesagt, aber Toon Link ist halt schon der Vertreter für Windbreaker, also not going to happen. Ja! Und was ist mit dem anderen Gerücht, Sui, was sagst du dazu? Was ist schon wieder jetzt? Es gibt Milliarden Gerüchte. Nein, nicht ein aktuelles, aber früher sollte er eventuell, da hat man sich gedacht, Plusle und Minun als so ein Duo-Team. Da ist aber ohne Stimmen, wa? Nee. Aber wäre lustig gewesen. Ja, das fände ich lustig. Weil in seinen Spielen ist Plusle meistens lustig. Also ich finde der logischste und am besten implementierteste und aussagekräftigste Charakter aus dem Franchise Pokémon wäre natürlich Stalos. Stalos als Kämpfer, boah. Das sagst du natürlich ganz unbiased, nicht wahr? Ja, also die ganz Größe müsste natürlich identisch sein. Stalos ist ja fast 10 Meter groß. Ja, naja. Marcel, er ist zu groß. Seitdem Whitley drin ist, weiß ich, dass Größe keine Rolle mehr spielt. Also habe ich jetzt immer die Hoffnung auf mein Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Pokémon. Das zählt nur bei Stalos nicht. Daddy Sakurai wird das machen. Genau wie die Ridley-Hater damals gesagt haben. Das zählt nur bei Ridley nicht. Bei allen anderen ist es egal, wenn sie die Größe verändern. Aber Ridley ist zu groß.
Den kann ich Deppen, ey. Ein springendes Stalos. Ein Double-Jumpendes Stalos, wohlgemerkt. Ja. So, und hoch damit. Ja, ich habe mal Chorus jetzt immer noch nicht rausgeholt, aber bisher komme ich auch noch ganz gut zurecht. Marcells Schlange ist zu groß. Ich habe aber keine Schlange. Habt ihr den SGDQ? Ich habe gar nichts von SGDQ dieses Mal, ehrlich gesagt. Also nein. Ich manchmal, wenn ich bei Lina gesehen. War. Boah. Und Marcel, hast du deine Träume mittlerweile aufgegeben, dass du dich mit deinem Majora's Mask da anmelden willst? Nein! Nein! Es ist Majora's Mask Dunk Creek in 8 Stunden. Glitchless, 3 Tages-Run, 8 Stunden hat es gedauert bei mir im Livestream. Ah. Das kann ich noch verbessern auf 7 Stunden. Ja? Und dann will ich Awesome Game Dunk Creek. Leute, wollt ihr es ihm sagen oder soll ich? Lina, sag doch mal was. Marcel reitet sich wieder in die Scheiße. Ja, oder soll ich richtig kacke sein hier? Link's Awakening. In 10 Minuten. Ja, let's go. Richtig schön glitchless und so. Also mit Glitch. Mit dem Doghouse Glitch. Der ist so bescheuert, Alter. Das ist so krass, dass das funktioniert. Doghouse Glitch, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, true. Was hat jetzt True damit zu tun? Alle sind eingeweiht, nur ich Marcel, nicht. Glaub einfach an deine Träume, Marcel, oder so. So also langsam geht mir der Saft aus. Die Iron Man Challenge gegen Zui zu schaffen. Das wird geil. Ich weiß noch, Zui, weißt du noch damals, wer der erste Betreter deiner Ruhmeshalle war? Weißt du noch, wer das war? Sicher, das warst du. Der erste. Marcel ist der Wi-Fi Warrior, Leute. Falls du den Begriff kennst. Nee. Sind die Leute, Leute die Wi-Fi besser sind, oder was? Richtig. Und dann spielt man gegen sie quasi mit normalen Konditionen und dann auch merkst du so, Alter, die können ja gar nichts. Du hast mit dem Trash-Talk angefangen. Wir waren letztens beim Grillabend und da war auch so ein ehemaliger Competitive-Schüler dabei, Darius. Was wer denn? Der hat schon lange aufgehört, aber Darius ist so, hat eine sehr krasse Afro-Frisur, richtig krass, ja. Bei dem hat auch Spaß gemacht. Hast du einen Gamertag von ihm? Weiß ich nicht, sein Main ist Cloud, hat er gesagt. Ich kenne ihn leider, also er sagt das jetzt gerade nichts, ehrlich gesagt. Na, aktuell nicht mehr. Ich meine, der Name sagt mir auch gar nichts. Muss nach meiner Zeit gewesen sein. Ah, der will auch wieder in die Competitive-Szene ein bisschen einsteigen mit Ultimate, denn. Ja, das muss man ja. Den habe ich fertig gemacht, außer wenn er Cloud den umhatte. Cloud war dann doch zu kacke, Alter. Den habe ich dann fertig gemacht. Yep. Und da war nicht Wi-Fi Warrior Edition. Ja, nur weil man Competitive spielt, heißt es ja nicht, dass man Top-Spieler war automatisch, ne? Also wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht, ich weiß nicht, wer das war. Aber dich kennen alle, ne? So wie dich kennen alle. Ihr wisst, Trash-Talk gehört zu einer guten, gepflegten Rundenpartie Smash einfach dazu. Eigentlich generell bei Fighting-Games. So, da ist mal Kurs, aber unter mir. Wir müssen eigentlich echt so, richtig groß aufziehen, dann machen wir alle so ein scheiß Ankündigungsvideo, wo wir so Wrestling-like so, ja, jetzt pass mal auf, Zui! Ich werd dich so fertig machen, Alter, dass du nicht mal mehr aufstehen kannst. Du richtig jetzt eh die verschwitzt oder so immer am Rumrotzen oder so, wie bei Wrestling. Mann, ich bin der Star hier. Am Rumrotzen vor allem. Ich glaube, ich bin gerade kacke gelaufen. Arrogantomaru. Arrogantomaru am Start? Ja. Ich trash-talk doch nur. Nee, ist ein voller Ernst. Ich hab das gehört. Das ist tatsächlich so, ja. Wenn ich sowas sage, dann glaube ich, das zu sagen. Was? TickLP, 9 Monate treu. Vielen, vielen Dank. Ach, hier bin ich jetzt. Twitter Beef incoming. Tweef. Ja, kommen wir jetzt hier auch irgendwie wieder nach oben, oder? Was soll denn das, ey? Ja,
Was soll denn das? Hä? Zitiert man es ja erstmal aus Scrubs. Mann, woher wisst ihr das alle? Ihr habt alles zu tun. Ihr seid alle genauso wie ich und gammelt nur rum und guckt euch Serien an. Aus Scrubs? Verdammt, was hast du zitiert? Alter. Na, da hat JD auch mal so ein Wrestler-mäßig immer verwirrt. Ja, ich bin der Star hier. So richtig dumm. Da hab ich gerade voll geklaut. Und Steve Conn weiß es natürlich wieder. Scheiße. Carlson vom Dach kennen alle. Kann ich schon machen, Leute. Meine Gags sind alle aufgebraucht. Aber so ist ja nicht schlimm, ne? So wie reagierst du eigentlich, wenn jemand sagt, Sui, machst du immer dieselben Gags und so? Weil weißt du was, da ist man nämlich, da kann man sich als Streamer oder als YouTuber leicht aus der Deckung holen. Insider. Ja, genau. Entweder sagt man so, man ist Insider, oder man dreht den Spieß um und sagt, ja, aber liebe Community, dafür stellt ihr immer dieselben Fragen. Marcel, hast du einen Führerschein? Marcel, hast du noch einen anderen Job? Weißt du, also wenn ich dieselben Gags mache, dafür macht die Community scheint immer dieselben Fragen. Also Ausgleich. Ausgleich ist nice. Ausgleichszahlungen auch. So. Da ist Marcel wieder ganz Ohr. So, ich habe mich gerade wieder daran erinnert, welchen Gegenstand ich hier finde. Ich glaube, es war der Enterhaken. Weil ich damit dann hier so lustig mich durch diese ganzen Zielscheiben fetzen kann. Lustig. Hm. Ach, ey, so wie hier. Hoi. Wo bin ich denn hier? Ich dachte, in dem Raum war ich schon mal, aber irgendwie sieht das doch anders aus, als ich dachte. Jetzt bin ich ganz woanders. Hä, was soll denn das? Hör auf, du hier, du... Oh! Oh, jetzt habe ich die Dinger noch an. Flatsch. Bevor ich den Boomerang nicht zwingend brauche, weil ich dann alle Gegenstände, die ich in diesem Dungeon bisher brauche, auf dem Shortcut legen kann. Mm. Durch die neue Funktion. Okay, da brauche ich einen Schlüssel, da hinten nicht. Yep. Sag mal, Sui, wann kommt eigentlich dein Pokémon-Let's Play zu Tastenabenteuer? Ich mache keine Let's Plays mehr, Marcel. Wer hat deinen Livestream? Wenn du mir das Setup dazu gibst. Setup? Ja, kauf mir das Spiel. Dann streame ich das auch für dich. Wie kaufen? Wie jetzt? Musst du noch, hä? Musst du noch haben als ultimativer Nerd. Als Nerd. Alter, die Dinger heftig. Da übelst am Rasieren. Ich nehme Tor 1. Oh, es war der Zonk. Oh. Also die werden jetzt alle weggeschlitzt hier. Der Link lacht ihm voll aus. Ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Ich wollte ihn gerade auf seinen Arsch schauen. Sind das eigentlich versteinerte Paviane? Weil die haben ja so einen roten Arsch. Nur jetzt haben sie halt da ihre Hautschicht drüber irgendwie. Was ist das? Ich verstehe es einfach nicht. Das sind die wichtigen Fragen, die gestellt werden müssen. Findest du nicht? Also, ich habe noch niemals Pavian in deinem Leben gesehen. Wenn ich den Spielstück spielst du es dann also zu 100% im Stream? Nee, das ist nur die Regel gilt nur für Marcel. Schnell rausreden. Nicht doch in so. Was sind Paviane? Sui, was hattest du in Biologie? Ja, stimmt, weil es super relevant ist, zu wissen, welcher Affe rote einen roten Arsch hat, um eine Biologieleistung festzulegen. Da hast du vollkommen recht, Lin. Das habe ich gerade fast vergessen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, Lin macht Sui immer fertig. Hallo, Okami Rissi. Er versucht es jedenfalls, aber... Ja, bei mir versucht er auch schon. Als aber einer der wenigen, nicht. Die mein Fire Emblem LP gucken. Das ist auch ein bisschen so Sadismus, oder? Hi, Ria. Hui. Oh, shit. Ist da der Enterhaken drin? Nein, natürlich nicht. Aber ein Schlüssel vielleicht. Geil! Ja! Ein Schlüsselkey. Oh, guck mal. Ich hab damit die... Schade. So. Hier halt... Ist eigentlich hier halt leider... Nur vom relevant, welches Ding davon ich kaputt mache? Ja. Du musst halt alle kaputt machen. Mach jetzt auch. Hätte ich eh gemacht, Marcel. Was sagst du jetzt, hm?
Also du musst nicht, weil das ist nur ein Option. Ich aber will das aber machen, Mann! Da hindert dich doch keiner dran, ey. Du frisst jetzt meinen Burger, Alter. Ja, frisst doch deinen Burger hier, ey. Aber erstmal richtig schön. Ich brauch Fire Emblem, wenn man Tingle hat. Was? Achso, weil du hast auch momentan ein Let's Plays, oder was? Ja. Ja, Marcel, ich weiß, Marcel, es juckt dir wieder auf der Zunge, ne? Hä? Aber jetzt schon wieder. Aber rante nicht wieder über Fire Emblem. Mm-mm. Einfach nur, weil das immer passiert, wenn jemand Fire Emblem erwähnt. Mm-mm. Also mein Therapeut sagt auch, ich bin auf einem guten Weg. Also, da werde ich nicht mehr ausrasten. Lynch spendet übrigens 1 Euro und sagt, gute Reaktion. Ich danke dir, merci. Ach, schön, Leute. Und jetzt gibt's wieder Leute, weißt du? Gibt's tatsächlich die, wegen dem, was ich... Schade, ich dachte, ich kann es vielleicht irgendwie cheesen. Wegen dem, was ich eben gesagt habe, die wären jetzt erstmal hängen gegangen, so von wegen so, Alter, wie redest du denn mit deinen Zuschauern, ey? Unverschämtheit, du musst gefälligst devot sein, ohne Ende. Und ich denke mir so, das war ein Scherz, mein Lieber. Ein Witz war das. Weißt du, Community, man kennt sich mittlerweile so ein bisschen, nachdem man jahrelang zusammen irgendwie streamt oder Videos, Kommentaren oder sonst irgendwas, weißt du? Das war ein Scherz. So, also Unverschämtheit! Shit. Sumi hat, glaube ich, auch sehr viele dramatische Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Vor allem auf YouTube, ja. Gestern erst wieder, wo mich einer dafür angekackt hat, von wegen so, ich finde es ganz schön dreist, dass du auf YouTube nur deine Twitch-Abfälle hochlädst. Und du denkst mir so, aber ich mache halt kein YouTube mehr. So, was soll ich machen? Hui! Bom. Was soll ich denn machen, Leute? Warum schreiben manche Leute sowas, ja? Keine Ahnung. Vielleicht haben manche. Vor allem dadurch, du hast dich ja quasi angekündigt. So und so sieht's aus. Zack, zack, zack. So. Vor allem immer noch mit so einer schönen Passiv-Aggressivität, weißt du? Manche dann immer so von wegen so, ja, mir ist schon klar, dass Twitch die Kohle bringt, aber. Und dann kommt das Aber, dann kommt das Aber, weißt du? Und ich denke mir so, Dude, was willst du von mir? Ja, du hast halt Hausrecht, ne? Ist halt dein Kanal. Was willst du von mir so? Denke ich mir. Bin mittlerweile, glaube ich, einfach zu alt, um mich so über sowas ernsthaft aufzuregen. Ich sehe das dann, denk mir so, hast du sonst nichts, über das du dir Gedanken machen kannst oder was, über was du dich aufregen kannst, so? Dein Kanal ist halt 100% Gewalt und sexueller Inhalt. Richtig. Also, als ich Witcher und Dark Souls nur als einzigen Projekte hatte, die ich hochgeladen habe, war das vielleicht sogar gar nicht so falsch. Ach ja. Folge stimmt, sehr Hauke, hast du sowas auch gelesen? Was denn? Ja, Hauke meint gerade, letztens war bei Malux Like Link, ich finde ja schade, dass man so wenig Viewer hast. Du bist toll, kriegst ein Mitleids-Like. Wenn man das so toll findet, warum denn ein Mitleids-Like? Ein Mitleids-Like, ja. Dann hat er sich bestimmt bloß falsch ausgedrückt. Ich habe ihn schon verstanden, wie er das meint. Mhm. Er wünscht sich, dass ich 2 Millionen Abos habe. Warum hast du eigentlich keine 2 Millionen Abos? Guck mal, der sieht ein bisschen aus wie wir. Das war so, ich, als Marcel mich gefragt hat, ob ich die Donkey Kong Trilogie mit ihm spielen will. Der, der deinen Rücken hat, 2 Monate Treue, dankeschön. Sui, du musst sie fotografieren, du hast ja die Farbdings nicht. Richtig. Leute, diesen komischen Wicht müsst ihr fotografieren. Und bumm! Ich ihn einfach gekillt hab. Oh, Alter! Der lag hier schon. Mein Arsch, ey! Oh. Komm, heb auf. Und der ist jetzt auch nochmal hier. Komm, scheiß doch drauf. Boah, ist jetzt spannend, Alter. Voll spannend, ey. Zack. Guck mal, da ist er ja. Was will der denn hier? Der riskiert eine dicke Lippe. Oder was er für ausgeprägte Pobacken hat, der Typ, ne? Schon knackig. So diese Moblin.